Sachs und Danny wird Ihnen präsentiert von EF Sprachenschule. Komm vorbei und informier dich an der Falkenstrasse Nummer 13 in Basel. Unterstützt von Hairsun und Modastyle. So, und jetzt sind wir mit Patrick Schlenker und jetzt, wenn Sie ihn nicht kennen, heben Sie sich fest. Er ist historischer Berater, Experte in historischen Stil und Etiketten und Zeitreisende. Patrick, gehen wir von hinten los, Zeitreisende. Ich mag mich erinnern, es hat mal ein sensationelles Event auf dem Bruder Holz. Ja, Zeitreise Basel, ja, wo wir zweimal durchgeführt haben, im 2011 und 2013. Und durch das, dass ich ja selber seit über 20 Jahren historischer Darsteller vor verschiedene Epochen bin, passt das eben ein Zeitreisender. Also es ist ja neulich, als du auch jetzt Experte in historischen Stil und Etiketten bist, aber was bedeutet das? Also tust du da Theater beraten oder wer braucht noch Etiketten heute? Wer hat überhaupt noch Bewusstsein davon? Ja, es gibt natürlich moderne Stil- und Etikettenberater. Ich habe mich aber eben spezialisiert auf Historisches. Und zwar im Hinblick auf Belle Epoque, wo in Kandersteg ja das sechste Mal das Jahr da stattfindet. Ich habe für verschiedene Museen das schon gemacht, wie Museum Aargau letztes Jahr zum Beispiel oder für Schweizer Fernsehen anno 1914, wo man mich mehrmals gesehen hat, wo man auch zum Beispiel hier in meinem Laden noch gefilmt hat. Was braucht denn das, wenn man da muss Beratung machen? Wo ist dein Auge geschult drauf? Was braucht es denn dazu? An was sieht man denn die Finesse? Ja, es gibt halt viele Unterschiede zwischen früher und heute. Die können sehr unterschiedlich sein. Viele Sachen haben auch mit Begleitung zu tun. Die Leute sitzen zum Beispiel heute eher halt mal ein bisschen zusammengefallen. Das war früher eigentlich gar nicht möglich gewesen. Die Frauen haben bis Ende Belle Epoque Korsett angehabt. Geht gar nicht. Hohe Kragen, die Westen bei den Herren und Anzügen sind auf Körper geschnitten gewesen. Und das sind dann einfach so Sachen, die man natürlich ins Auge fallen, wenn man mit heutigen Kleidern historische Etiketten gibt, respektive damit den Leuten das als Workshop auch macht, kann man sie dann auch auf das hinweisen. Gut, jetzt sehen wir aber hier im Hintergrund, du hast, weiss nicht, hunderte oder tausende von Kostümen auch. Also es ist auch ein Kostümverleih. Sind denn das jetzt auch alles nur historische Kostüme oder bist du auch ein bisschen am Verkleiden dabei? Wir haben auch Sachen zum Verkleiden, aber das ist nicht zu groß. Wir haben uns sehr spezialisiert halt auf sehr historisch korrekte Sachen. Wir haben sehr viele originale Kleider, bis auf 1830 zurück, wo wir zwar nicht ganz alles vermieten, einen Haufen auch als Vorlage brauchen. Und wir dienen uns, ja, wir möchten nicht, wenn es geht, dass die Leute sich nur verkleiden, sondern dass sie das eben halt eben leben, auch können eine Zeitreise mit uns machen, wie wir es halt auch nennen. Wir verhelfen ihnen zu einer Zeitreise und das geht halt nur mit Sachen, die sehr authentisch sind. Man muss aber so sehen, mit ihnen die Leute nicht aufzwingen, etwas Authentisches anziehen, wenn sie das nicht möchten. Prinzipiell kann jeder mieten, was er möchte. Aber wie gesagt, man kann bei uns sich verkleiden, aber wir sind sehr spezialisiert halt doch auf sehr authentische Sachen. Gut, jetzt gehen wir ein bisschen darauf ein. Das ist eben so spannend mit Patrick. Er ist auch das ganze Jahr immer in historischen Gebieten unterwegs. Also ich mag mich jetzt noch erinnern an ein paar Militärschuhe, an einen Marsch nach Laufen. Sind auch diese Sachen noch aktuell? Und wo findet man ein bisschen mehr Informationen? Du hast, glaube ich, sogar mittlerweile einen eigenen Channel. Ja, ich habe verschiedene Channel, also einen Channel habe ich, aber mehrere Webseiten natürlich von den verschiedenen Vereinen. Das, was darauf angesprochen hat, ist der Kessi Lochmarsch. Den machen wir seit dem Jahr 2000. Den werden wir das Jahr zum 15. Mal machen, wieder im November vor Grellingen über das Kessi Loch nach Laufen. Es sind natürlich auch viele andere Veranstaltungen. Als letztes Jahr auch noch gesehen, ich war mal eine Woche in Holland gesehen, eine Gedenkveranstaltung zur Operation Market Garden. Eben in Kandersteg bin ich gesehen, eine ganze Woche im Museum Aargau, wieder in der Zeit der Belle Epoque. Ja, es sind eigentlich auch kreuz und quer verschiedene Themen, jedes Mal aktuell. Und man findet, mein YouTube-Channel ist Swiss Living History Channel, findet man bei YouTube. Dann Rost und Grünspan ist bekannt, Kessi Lochmarsch unter anderem. Ja, oder? Ein Haufen Informationen findet man auch auf dem Forum für lebendige Geschichten. Also ist gut, dann würde ich sagen, blenden wir ein bisschen zurück. Ich habe mal vor 2 Jahren mit dem Patrick an einem denkwürdigen kalten Morgen dürfen wir mal abtauchen in eine historische Zeit, nämlich in die Zeit von der Belle Epoque. Seht Sie miteinander? Verstehen Sie mich noch? Ich glaube es nicht. Guten Tag,
kommen Sie mit mir mit in eine Reise in eine andere Zeit. Wir gehen zurück, wir gehen bis zum 19. Jahrhundert in die Zeit von der Belle Époque. Und ihr seht, ich werde empfangen von einem Gast. Lassen Sie mich zuerst parat machen, alles muss hier seine Etikette haben. So. Patrick, Sali. Sali, Dani. So. Jetzt müssen wir den schnell zuerst habe ich schon wieder ein Problem da. Ich muss zuerst schnell helfen. Du warst schon richtig, Händler, aber mal zuerst weg. Aber eigentlich gibt man doch die jemanden, oder? Ja, ja, nicht nur das, auch die Mantel und so. Wenn du jetzt einen Bediensteten hättest, dann würde er dir natürlich dementsprechend helfen. Ich tue jetzt das aber übernehmen. Ist das schwierig da? Ja, das braucht ein bisschen. Es liegt halt daran, dass du einfach dort zu wenig verdienst und in dieser Zeit wahrscheinlich auch nicht so im Bürgertum gesehen wärst. Sonst hat man das, ja. Hat man das, was du jetzt noch vergessen hast, ist die Kopfbedeckung. Oh je. Die Knopf sollst du noch aufmachen von deinem Kittel. Das ist unglaublich. Ich glaube, in diesem Zug steht alles unter Zwang. Also jetzt aber von vorne. Wir sind in einem Zug. Er steht hier in Basel. Er ist parat für eine grosse Reise. Patrick, ich habe erzählt, wir gehen in ein anderes Jahrhundert. Wir gehen in die Belle Époque. Der Zug macht was für eine Reise? Der Zug fährt von Basel. Genau. Am 20. Januar fährt in Kandersteg Belle Époque Woche an. Und der Classic Train, der hier im Drehspitzareal steht, von der BLS fährt dann eben an diesem Tag, am Morgen, kurz vor der 9 Uhr, ab Basel SBB auf Kandersteg. Ist jetzt das ein Part of the Game? Man muss so angezogen kommen? Kann man da als normaler Reisender mit oder hält man sich da jetzt wirklich auch an die Epoche? Nein, man muss nicht. Also die Veranstaltung in Kandersteg wünscht, dass man dementsprechend bekleidet kommt. Es sollte nichts mit Fasnacht zu tun haben, sondern man soll so authentisch wie möglich das Ganze umsetzen. Man möchte, dass das Dorf, oder respektive die kleine Ortschaft Kandersteg, so aussieht, wie sie vor 100 Jahren ausgesehen hat. Das alles, was wir machen, respektive auch was wir jetzt kommunizieren, so, ist alles freiwillig. Also man soll natürlich schauen, dass dementsprechend Kleidung und sein Benehmen stimmt, aber es ist nicht ein Muss. Weil, wenn man den Leuten zu viel aufzwingt, dann verlieren sie viel Spass und dann wird die Veranstaltung nicht in diesem Rahmen so erfolgreich, wie sie jetzt auch ist. Aber was auf jeden Fall Fakt ist, ist, dass wenn man sich dann auch etwas getraut anzuziehen, wenn man in einen Aufzug kommt, in so einer Kleidung, dann gibt es doch einige Regeln. Auf jeden Fall. Und schon hast du einen Fehler gemacht. Jetzt geht es schon wieder los. Was habe ich falsch gemacht? Man tut nicht Gläser zusammenstoßen. Man tut sich nur zuprosten. So, und wer jetzt Lust hat, da die 6. Belle Époque in Kandersteg einmal mitzukriegen, Pat, wie funktioniert das? Gibt es Bedingungen? Muss man auch kostümiert kommen? Darf man auch als Zuschauer kommen? Nein, kostümiert muss man nicht kommen. Man kann auch ganz zivil das Ganze geniessen. Es macht halt einfach vielfach mehr Spass, weil ein Großteil der Besucher läuft natürlich in historischen Kleidern rum. Man soll es auch nicht vergleichen, es ist keine Fasnacht, sondern man soll wirklich schauen, dass man einen hohen Standard hat, wenn man das kann. Ansonsten helfen wir natürlich gerne. Bei uns hat es genug Kleider an Lager in allen möglichen Grössen und wir bieten das Jahr extra an einen Gutschein, wo man einen von meinen 4 Kursen kostenlos kann besuchen kann. Die sind kostenpflichtig. Wir geben zu jedem Kostüm an, wo man bei uns gemietet hat, noch ein gratis Gutschein für den Besuch von einem von meinen Stil- und Etikettenkursen. Damit ihr dann auch wirklich wisst, wie ihr euch zu benehmen habt. Also, finde ich nach wie vor einen mordsmässigen Ausflug. Dient euch mit dieser Verbindung auch vor allem, das ein bisschen im Voraus anschauen. Man kann sich wirklich genug informieren und dann denke ich, ist es nicht einfach nur ein Ausflug an einem Wochenende, sondern wirklich eine Zeitreise. Ganz genau, richtig. Inklusive mit dem Zug.